Okay, also ich sage jetzt mal so, wie ich in Erinnerung habe, dass wir auf das Thema gekommen sind. Mhm. Und zwar saßen wir doch in der Redaktion zusammen und es ging darum, wie toll die Entwicklung ist, dass jetzt alle Plastik, alle Supermärkte Plastik verbieten und keine Plastiktüten mehr anbieten, sondern nur noch Papiertüten. Und ich finde das persönlich irgendwie überhaupt nicht sinnvoll. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwas umweltmäßig besser gemacht hat. Ja gut. Ich denke, also aus unserer Seite so kam ja dann direkt das Gegenargument, nein, stopp, Plastik ist jetzt wirklich nicht die Lösung. Und ich denke, was die Sache einfach ist, ich erinnere mich, wo ich, keine Ahnung, so 10 war, gab es, der DM ist bei mir direkt um die Ecke und da gibt es immer so ganz kleine Plastiktüten, wo man echt nur so eine Zahnseide, eine neue Zahnbürste drin hatte und die hat man trotzdem mitgenommen. Und ich glaube, das macht halt schon einen Unterschied, dass es eben kein Plastik mehr ist, sondern du vielleicht eine Papiertüte hast oder vor allem, dass alles jetzt Geld kostet. Okay, ja, dass alles jetzt Geld kostet, ist glaube ich auch, dass es sinnvoll ist. Ich habe, also, wenn man sich halt den ökologischen Fußabdruck von Plastiktüten im Vergleich zu Papiertüten anguckt, dann ist der bei Plastiktüten viel besser. Also du brauchst irgendwie, du musst eine Papiertüte 3-mal verwenden, dass der ökologische Fußabdruck so groß ist wie bei einer Plastiktüte. Und gerade diese dünnen Plastiktüten, die kosten ja auch sehr wenig Material und CO2 und so. Deswegen steigt jetzt halt eigentlich der Ressourcenverbrauch. Dadurch, dass man diese fetten Papiertüten hat, die sind dann meistens auch gar nicht aus Altpapier, sondern nur aus eben ungebleichtem Papier und werden also aus meiner Erfahrung jetzt nicht so oft wiederverwendet, weil die dann vielleicht schnell reißen oder nass werden. Mhm. Und stattdessen hätte man einfach meiner Meinung nach die Plastiktüten weiterbehalten können und halt auf die für die Geld verlangen können. Aber es ist ja irgendwie ganz klar, dass Plastik einfach eine endlose Ressource ist. Also wir haben ja nicht jetzt für die nächsten 50 Jahre noch die Möglichkeit, die ganze Zeit nur noch Plastiktüten zu verwenden, das ist ja klar. Und bei Papier haben wir die Wahl. Es ist ja eine, wir können, es ist eine immer wieder verwertbare. Und zum Beispiel, wenn man bei Papiertüten auf den blauen Engel achtet, ist das auch aus Altpapier gemacht. Aber wo ich denke, dass es eigentlich ziemlich sinnvoll ist, Plastiktüten einzusetzen, ist, wenn du halt Plastiktüten aus nur recyceltem Plastik wiederverwendest. Zum Beispiel diese ganz dicken Plastiktüten, die sind meistens aus so relativ viel wiederverwertbarem oder recyceltem Plastik. Das denke ich ist schon wieder sinnvoll, aber so diese dünnen Einweg-Plastiktüten, da würde ich persönlich einfach lieber zur Papiertüte greifen als zu der Plastiktüte, weil meiner Erfahrung nach hält die auch einfach besser. Wenn ich diese ganz dünne Plastiktüte habe, die dann nur so ein Loch als Henkel hat, dann beim Laufen merke ich ja schon, dass es immer dünner wird. Dann ist es nur so ein ganz dünnes Teil, was mir dann die Hand schneidet. Und bei der Papiertüte habe ich ein dickeres Teil und das ist viel angenehmer für mich. Gut, ich sehe natürlich, dass es, also es gibt natürlich Probleme mit dem Recycling von Plastik. Das, glaube ich, kann man auch gar nicht kleinreden. Okay, jetzt ganz blöd gefragt. Mhm. Was denn eigentlich so schlimm an Plastik? Ich meine, unsere ganze Zivilisation beruht im Prinzip auf diesem Material. Wir brauchen es für alle möglichen Alltagsgegenstände bis hin zu Medizin oder eben auch Technik und eben auch dafür, dass unsere Lebensmittel frisch und genießbar bleiben. Aber ich denke, die meisten Dinge, wo wir Plastik verwenden, bräuchten wir es nicht unbedingt. Sprich, wenn ich in einen Einkaufsladen gehe und ich jetzt keinen spezifischen, dann brauche ich ja nicht unbedingt meinen Apfel in einer Plastikverpackung eingepackt. Den kann ich ja genauso gut ohne Verpackung haben und dann einfach so in meinen Rucksack werfen. Also ich glaube, dass diese ganze Debatte darum, wo ich wirklich nachvollziehen kann in der Medizin, das ist verrückt, das mit dem ganzen Sterilsein und so, das ist wirklich ein Thema, da brauchen wir das Plastik momentan noch, weil wir da noch keine gescheiten anderen Optionen gefunden haben. Aber ich denke, gerade so im Alltag brauchen wir häufig das Plastik einfach gar nicht. Ja, da stimme ich dir voll zu. Also, dass man genau, um einen Apfel zu kaufen, keine Plastiktüte braucht. Oder dass es auch sinnlos ist, alles schon vorzuverpacken in irgendwelche riesigen Styropor-Kartons für 200 Gramm Pilz oder so. Mhm. Sehe ich genauso. Was mich irgendwie stört, ist gerade, dass immer so getan wird, als wäre Plastik so schlimm. Ist es ja wahrscheinlich auch. Aber als ob die Alternativen dazu so viel besser wären. Und das sehe ich irgendwie nicht. Also so eine Papiertüte, die hat einen viel höheren ökologischen Fußabdruck. Da braucht man
man braucht reißfeste Fasern, dann kann man kein Altpapier verwenden. Man hat einen viel höheren Wasseraufwand und einen viel höheren CO2-Fußabdruck dafür, als für so eine dünne Plastiktüte, die man dann vielleicht öfter wiederverwendet. Ja, ich weiß, was du meinst mit den Chemikalien und alles Mögliche, aber wenn du eine Papiertüte auch dreimal verwendest, hat es auch ungefähr dieselbe Ökobilanz bzw. den Fußabdruck. Und ich glaube einfach schon, das ist jetzt vielleicht ein dummes Argument, aber auch ein bisschen einfach wegen der Ästhetik und wie sich es anfühlt, hast du da ja viel lieber eine schöne Papiertüte in der Hand als irgendwie so ein Plastikgefummel. Zumindest Ja. geht es mir persönlich so, einfach die Optik und die Haptik. Und ich glaube, das Totschlagargument ist einfach, dass es ein nachwachsender Rohstoff ist. Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Erdöl geht irgendwann aus. Aber momentan wird dann halt eben zum Beispiel all die Alternativen, die gerade zu Plastik angeboten werden, sogenanntes Bioplastik oder so, das ist ja dann meistens, also das ist nicht bio, sondern entweder das besteht halt aus sozusagen biologischen Materialien, irgendwelchen Pflanzen, ist dann aber meistens noch nicht mal kompostierbar und die Mülltrennungsanlagen sind darauf nicht ausgerichtet und dann kann man es halt auch gleich in den Restmüll tun und an Ressourcenaufwand ist noch viel höher als normale Erdölplastik. Oder es ist sozusagen irgendwie abbaubar, aber eben halt auch noch nicht in dem Sinne, wie wir momentan Müll trennen und recyceln können. Und ich habe das Gefühl, da wird einfach ganz viel Greenwashing betrieben mit solchen Plastikalternativen, sei es Papier, sei es Bioplastik. Und es wird irgendwie so getan, als wäre halt Plastik das einzig Problematische und sobald man Plastik ausschließt, dann hat man irgendwie die Lösung gefunden. Dabei steigt der Ressourcenverbrauch dann einfach in anderen Feldern. Also ich glaube, dass das, was du meinst, ist einfach sehr stark in der Allgemeinheit. Also es gibt ja viele Leute, die spezifisch sagen, okay, less waste, less plastic, etc. oder zero waste generell. Und wenn du dich damit beschäftigst, denke ich, kommt man auch auf weitere Themen, zum Beispiel weniger tierische Ernährung, alles Mögliche. Aber wenn man als Generalverbraucher einfach nur sieht, okay, da ist diese Tüte, auf der steht Bio, die ist irgendwie nicht durchsichtig, sondern die ist irgendwie ein bisschen grünlich oder so. Das ist ja schon auch ein Mindtrick. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass diese Sachen wirklich teilweise auch kompostierbar sind und die in die Kompostieranlage gegeben werden können und eben nicht hunderte, 500 Jahre irgendwo landen und dann im Endeffekt im Meer landen und irgendwelche Fische dran ersticken. Also ich glaube, man muss da irgendwie dieses gesamte Bild im Kopf bleiben oder im Kopf behalten einfach. Und ich denke, es ist schwierig, einfach zu sagen, okay, Plastiktüten, die generell sind scheiße und Papiertüten sind die beste Wahl. Aber ich glaube, es ist auch genauso schwierig zu sagen, okay, Plastiktüten sind nicht das Schlechteste und deswegen benutze ich jetzt einfach weiterhin Plastiktüten. Also ich denke, man muss sich da einfach persönlich Gedanken drüber machen und generell darauf achten, einfach weniger von diesen sämtlichen Einwegprodukten zu verwenden. Auf jeden Fall, ich glaube, natürlich sollte das Ziel sein, Verpackungsmüll irgendwie zu minimieren. Aber gerade wenn zum Beispiel eben so viel vorverpackt wird in Plastik, verstehe ich nicht, wieso man jetzt Plastiktüten abschafft, weil oder warum darüber geredet wird, ob man diese dünnen Plastiktüten im Supermarkt, dass man die halt auch abschafft oder dass man dafür zahlen soll. Das ist doch total kontraproduktiv. Wenn ich jetzt meine Dosenpilze in diese dünne Plastiktüte packe, ist doch viel, die ich danach vielleicht nochmal wiederverwenden kann für irgendwas, ist doch viel besser, als wenn ich dann halt alles vorverpackt in Plastik kaufe. Und ich glaube, das Problem in der Lebensmittelindustrie ist halt momentan, dass man sonst die Produkte nicht mehr frisch halten kann. Und man muss halt sozusagen, finde ich, irgendwie alles so, also gucken, wenn ich halt irgendwas verbiete oder verteufel, sind die Alternativen, die dann plötzlich geschaffen werden, auch weil Leute darin dann wieder Geld verdienen können, sind die wirklich besser? Also ich glaube, gerade diese Hemdchenbeutel, so werden die ja genannt, also diese für Obst und sowas alles. Ich habe gestern gelesen, dass ca. 50, 60% der ganzen Obst- und Gemüsesachen generell vorher in Plastik einverpackt sind, aber die restlichen 40%, so viele Leute haben dann irgendwie, nehmen sich 5 Pilze mit, 2 Bananen und was weiß ich und für alles irgendwie eine einzelne Plastiktüte, die dann nicht voll ist. Und da denke ich einfach, klar, es ist. Man sollte definitiv daran arbeiten, dass diese 40 bis 60% an plastikvorverpackten Sachen wegkommen. Aber man darf auch einfach nicht vergessen, dass wenn da diese komplett mega vielen Rollen an Plastiktüten, Hemdchenbeuteln hängen, die irgendwie sich jeder nehmen kann, so viele wie man will, dass es einfach nicht sinnvoll ist, die da weiterhin hängen zu haben.
Klar, aber dann würde ich sagen, erstmal die Vorverpackung irgendwie reduzieren, die ja viel mehr Plastik erzeugt und dann also sollte man nicht selbst überlassen, ob sie was für eine Art von Tüte sie wählen wollen, wenn sie eine wählen müssen. Also es ist ja immer sozusagen gesetzt den Fall, man muss jetzt halt eine Verpackung wählen, welche wählt man dann? Ja, aber ich... Und da gibt es natürlich keine perfekte Lösung. Sehe ich die auch. Perfekte Lösung, das wäre auch praktisch. Ich komme ja noch drauf im Laufe des Gesprächs. Nee, keine Ahnung. Ich finde das einfach... Ich glaube, man muss immer klein anfangen und bei sich selber anfangen. Also klar, man kann zum Beispiel auf Demos gehen und probieren, irgendwie Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass gerade die Industrie sagt, nein, wir verwenden jetzt weniger Plastik. Aber wenn ich selber... Oder generell, wir machen weniger Müll. Aber wenn ich jetzt selber nicht darauf achte, dass ich persönlich weniger Plastik verwende, weniger unnötige Tüten, weniger auch Papier verwende und irgendwie mehr im Unverpacktladen einkaufe oder den Apfel einfach so mitnehme, wenn ich da nicht drauf achte, dann kann ich ja auch nicht sagen, okay, Industrie macht ihr das anders, wenn ich selber gar nicht probiere, mich zu verändern. Also ich glaube, das ist so ein Fakt, den ich da einfach im Kopf habe, dass klein anfangen, bei sich selber anfangen, schauen, was man selber irgendwie machen kann. Und es ist natürlich mega schön, wenn dann gerade von außen so diese Einflüsse kommen, dass die Sachen weniger in Plastik einverpackt sind. Aber ich glaube, das ist halt so ein Fakt, wo ich mir denke, weniger reden, mehr machen, wenn du weißt, was ich eventuell meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Das finde ich spannend, weil ich glaube, ich würde es genau andersrum sehen. Ich würde sagen, man muss groß anfangen, man muss halt irgendwie sozusagen die Anreize ändern und die bisherigen, also momentan funktioniert es halt so, dass, wenn ich in den Supermarkt gehe, da halt alles verpackt ist, egal in welchem Material, oder dass man eben darauf beruht, irgendwie alles ständig zu verpacken in Papier, in Plastik, was auch immer. Und es ist vielleicht schön, wenn man in den Unverpacktladen geht und dort alles in seine Gläser einpackt, aber das wird halt, solange das nicht im großen Stil irgendwie gemacht wird, immer nur ein Bruchteil der Menschen tun. Und solange es irgendwie nicht attraktiv ist, für Menschen anders zu konsumieren, und das ist natürlich jetzt total grundlegend, da muss man natürlich auch in kleinen Schritten anfangen, aber bis dahin wird, glaube ich, wird sich da nichts tun. Und klar, also mich stört manchmal auch so ein bisschen, dass so ein Problem dann immer auf diese individuelle Ebene gezogen wird und dann so gesagt wird, ja, man muss halt einfach selbst darauf achten, kein Plastik mehr zu kaufen, weil es gibt ja irgendwie ein System, was so entstanden ist, dass wir jetzt halt so viel Plastik konsumieren müssen. Und 1995 haben wir halt zum Beispiel noch halb so, also haben wir halb so viel Verpackungsplastik konsumiert. Und dann frage ich mich so, ist jetzt unser Wohlstand irgendwie wirklich, war der 95 so schlecht? Nein, also irgendwie müssen wir doch mit dem gleichen Level an so Wert von Leben und so, ja, Wohlstand doch irgendwie hinkriegen, wieder weniger Verpackung zu verbrauchen. Und das, finde ich, muss sich halt irgendwie in Politik und Wirtschaft ändern und kann nicht alles auf den Verbraucher abgewälzt werden. Okay, ich weiß, was du meinst. Also ist schwierig, aber ich denke da halt zum Beispiel auch beim Beispiel vegane Ernährung, das hat sich ja über das letzte Jahrzehnt richtig krass verändert. Und es kam ja auch nicht daher, dass die Industrie gesagt hat, wir verändern jetzt was, sondern es ist ein Miteinandergehen. Also viele Leute haben sich über das Thema informiert, interessiert und haben angefangen, sich nur noch pflanzlich zu ernähren. Und jetzt gibt es ja auch schon viel mehr pflanzliche Produkte im Supermarkt oder vegane Alternativprodukte und alles Mögliche. Aber wird weniger Fleisch gegessen, wird das halt nicht. Und dann ist halt auch so, ist halt ein neuer Zweig hinzugekommen, mit dem Leute Geld machen können, aber... Aber ich glaube, das ist so einhergehen. Also ich glaube, gerade wenn Leute anfangen, ist es praktisch, zum Beispiel Alternativprodukte zu haben. Und ich glaube, das kann man auch übertragen auf die Plastik- und Mülldebatte im Generellen. Sprich, wenn ich jetzt irgendwie am Anfang probiere, weniger Plastik zu verwenden und dann benutze ich da... Hol ich mir da eine Papiertüte für meine Pilze, die kann ich beim nächsten Mal wahrscheinlich nochmal verwenden, weil die halt nicht so mega schnell reißen wie zum Beispiel so ein dünnes Hemdchenbeutel. Und ich glaube, wenn so eine Alternative geschaffen wird für den Übergang, ist es sinnvoll. Sprich, ich glaube, es ist nur sinnvoll, wenn die Person nicht dann weiterhin auf der Papiertüte verweilt, beziehungsweise die halt so häufig verwendet, bis sie halt wirklich kaputt geht, also was bei so einem Teil wahrscheinlich 3, 4, 5 Mal ist, und sich erst im Nachhinein beziehungsweise dann im Laufe der Dinge eine andere Tüte, zum Beispiel aus Baumwolle oder aus recyceltem Plastik oder irgendwas anschafft. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst mit, dass es muss irgendwie ein Anreiz geschaffen werden dafür, dass die Leute umdenken. Aber ich glaube, das ist halt auch ein bisschen Verteufelung, wie du es auch vorhin gesagt hast, wenn man dann einfach alles schlecht macht. Also
die Jutebeute oder Baumwollbeute werden ja inzwischen teilweise auch schon schlecht gemacht, weil die musst du gefühlt nach verschiedenen Studien irgendwie 1000 Mal verwenden, bis sich das irgendwie rentiert. Und dann bin ich so, ja, okay, dann kauf dir bitte aber auch kein neues T-Shirt, weil wenn, das darfst du dann auch nur anziehen, so und so und häufig. Also ich glaube, das ist so eine Verteufelung der Dinge manchmal, dass man wirklich überlegen muss, man kann auch einfach ein altes T-Shirt von sich nehmen, was man wirklich einfach nicht mehr braucht oder was irgendwie von der Mutter ist, was irgendwie man sonst in die Altkleidersammlung geben würde, was aber eigentlich schon kaputt ist, und sich da selber eine Tüte draus machen, also eine Baumwolltüte. Ich glaube, da gibt es so viele Optionen. Mhm, aber genau, ich glaube, das würde man halt nur tun, ja, wenn es sozusagen einfach die Kosten, normal weiter zu konsumieren, nämlich irgendwie unglaublichen Verpackungsmüll anzuhäufen, viel zu hoch sind dafür, dass man, weil man halt irgendwie extrem hohe Verpackungssteuer zahlen muss, als vielleicht Individualverbraucher, aber auch als Unternehmen, und deswegen irgendwie Lösungen finden muss. Und natürlich muss man sich irgendwie dafür Zeit nehmen, wie man Lebensmittel und andere Dinge verpackungsfrei herstellt. Also zum Beispiel sowas wie mit diesen, das ist jetzt diese Prägung manchmal gibt auf Bio-Lebensmitteln. Gerade bei Süßkartoffeln oder so. Bei Süßkartoffeln. Ja. Genau, das ist ja, glaube ich, hier sagen halt vielleicht eine innovative Art, dieses Problem zu umgehen. Mhm. Was mir vorhin noch eingefallen war beim Einkaufen, und zwar, es gibt ein Edeka. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es ist. Unverpackt ist. Ja, ne? Ja, hast du es auch gehört. Und das finde ich ziemlich cool, weil sonst bei Unverpackt denkt man immer nur so, okay, mega der teure Unverpackt-Laden oder, keine Ahnung, höchstens mal beim Alnatura oder so. Aber das wird halt immer mehr gemacht, auch von Leuten, wo du es eigentlich nicht erwarten würdest, oder von Supermarktketten, bei denen du es nicht unbedingt erwarten würdest. Und ich glaube, wenn man dem irgendwie einen Anreiz gibt, gerade, was, hast du schon recht, einfach, da muss auch was von oben passieren, damit da irgendwie auch vielleicht ein Anreiz geschaffen wird. Ich denke, dann kann man das aber auch gut schaffen. Also ich finde es schwierig, dass irgendwie mega viele Leute sich von diesem Problem so überwältigt fühlen, dass sie dann gar nichts tun. Und dann einfach irgendwie, ich weiß nicht, wie viel man für eine Plastiktüte zahlt und eine Papiertüte, irgendwie 50 Cent oder 1 Euro oder wie auch immer, einfach die zu kaufen, statt irgendwie sich ein Sticky Note an die Haustür zu hängen, irgendwie Schlüssel, Geldbeutel, Jutebeutel oder sowas. Ich glaube, das würde einfach so viele Probleme lösen. Und klar muss da einfach auch dieser irgendwas geschaffen werden. Aber ich will jetzt nicht sagen, es ist... Wenn es mal 1 Euro kosten würde. Ja, aber ich glaube, das ist... Ich will jetzt nicht sagen, es ist auch ein Trendthema. Ja, aber ich will jetzt nicht sagen, das Ganze ist ein Trendthema. Das sagt man ja häufig über vegan, nachhaltig und sowas, alles Mögliche. Aber selbst wenn es ein Trendthema wäre, sprich, heißt, mehr Leute beschäftigen sich generell mit dem Thema. Und ich meine, allein, dass wir jetzt darüber eine Diskussion führen, die einfach nur darauf entsprungen ist, dass es beim Gespräch, beim Essen irgendwie gefühlt aufgekommen ist. Und dann schreibt man darüber einen Artikel, weil es halt doch einfach ein Thema ist, wo viele Kontroversen existieren. Das finde ich eigentlich auch sehr spannend, um ehrlich zu sein. Ja, aber wir sind halt auch sehr sensibilisiert von diesem Thema. Und also ich glaube halt, dass wir nicht immer nur von uns auf den Rest der Bevölkerung in Deutschland oder Europa oder sowas schließen können, weil manche Leute, also ich glaube, es muss halt möglich sein für Leute, die sich eben nicht die ganze Zeit damit auseinandersetzen wollen und dann vielleicht deswegen auch noch nicht mal überwältigt fühlen, weil sie sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Auch für die muss es möglich gemacht sein, möglich werden, dass sie irgendwie ökologisch nachhaltig konsumieren können. Und ich glaube, das geht halt nur, wenn man die Strukturen ändert, in denen die Leute konsumieren. Und eigentlich finde ich das mit dem Edeka schon mal einen ganz guten Schritt, weil es halt sozusagen genau eine Supermarktkette ist, die das jetzt ausprobiert. Und mich würde jetzt auch mal interessieren, ob die Produkte dann genauso viel kosten, wie man sie jetzt verpackt kaufen würde. Ja, aber ich glaube, es geht sogar vom Preis, aber ich müsste mich da auch noch mal informieren. Aber was ich voll interessant fände, was wäre denn zum Beispiel so ein Schritt, wo du sagen würdest, das, denke ich, würde einen Unterschied machen? So von oben herab praktisch. Also natürlich irgendwie sowas wie mehr recyceln und besser recyceln und das einfach viel stärker irgendwie in den politischen Fokus zu rücken und zu optimieren. Aber ich glaube auch sowas wie eine Verpackungssteuer oder so könnte halt sinnvoll sein. Oder eben, dass man nicht nur Plastik als Verpackung irgendwie jetzt bezahlbar macht, sondern, also dass man nicht nur für Plastik als Verpackung zahlen muss, sondern dass man auch für Papier und jegliche andere Art von Verpackung zahlen muss. Weil da zum Beispiel auch überhaupt keine Studien erhoben werden gerade, wie jetzt der Verbrauch von Papiertüten gestiegen ist, also dadurch, dass jetzt halt Supermärkte Plastik abgeschafft haben,
Das heißt halt, ja, Plastikkonsum an Plastiktüten ist gesunken, mhm. aber was hat es denn jetzt noch für Auswirkungen auf andere Bereiche? Was ich auch schwierig finde, was du gerade auch angesprochen hast, ist generell Studien. Also wir hatten es ja gerade auch schon mit den Jutebeuteln. Da gibt es wirklich Studien, die sagen, man muss das 35 ja. Mal benutzen, dann hat sich das ausgemacht. Ich habe eine Studie von 7100 Mal. Ja, das habe ich auch gelesen. Aber im Vergleich zu so einem dünnen Hemdchenbeutel. Mhm. Und dann denk, also das finde ich schon krass, aber andererseits kann man den ja auch für 1000 Sachen verwenden, für die man keine dünnen Plastikbeutel verwenden kann. Ja, also ich finde es schwierig. Ich glaube, in dem Thema muss auch wirklich einfach noch mehr geforscht werden und mehr erforscht beziehungsweise mehr Studien gemacht, weil es gibt halt so eine Bandbreite, dass man sich da auch, ich glaube, gerade als Normalkonsument gar nicht sicher sein kann, was stimmt jetzt überhaupt. Kaufe ich mir jetzt einen Jutebeutel, lasse ich sein, weil wer kann den schon 7000 Mal benutzen? Aber ich glaube, das, was du meinst, ist einfach sehr wichtig, dass wir von oben herab einfach irgendwie wie zum Beispiel eine Art von Verpackungssteuer einführen. Aber ich denke, dass man zum Beispiel auch nicht die Mentalität vergessen darf. Also ich denke zum Beispiel Sachen wie Aufrufe, Plakate, zum Beispiel von Greenpeace oder so, gibt es ja teilweise schon Sachen. Gerade bei Instagram kriegt man immer mal wieder Werbung oder sowas. Aber dass das vielleicht mehr an die Alltagsmenschen gebracht wird. Oder was heißt jetzt Alltagsmenschen? Das ist voll die Blase, ne? Ja, genau. Weil wir sind Greenpeace-Werbung bei Instagram angezeigt. Genau. Weil das kriege ich logischerweise angezeigt, weil ich die abonniert habe oder alles Mögliche. Aber müsste auch nicht jeder angezeigt kriegen. Auch nicht zum Beispiel nur in Tübingen. Und ich denke, dass man halt irgendwie. Ich weiß jetzt nicht unbedingt Straßenplakate oder bei der Busstation oder so, irgendwo, wo eine breitere Masse an Menschen und jetzt nicht in so einer Bubble wie Tübingen oder sowas, die Sachen zu sehen bekommt und dann drüber nachdenkt. Weil es ist ja oft auch so ein kontinuierlicher Weg, weil ich habe jetzt ja nicht gesagt, okay, vom einen Tag auf den anderen, ich benutze ja kein Plastik mehr. Funktioniert ja auch nicht unbedingt mega gut. Aber wenn du das öfter siehst in deiner Umgebung, ach, da ist ein Plakat, wo irgendwie eine Plastiktüte im Meer schwimmt und ein, keine Ahnung, irgendein Tier daneben liegt oder sowas. Ich glaube, wenn du es unterbewusst häufiger mitkriegst, wäre das schon richtig sinnvoll, weil du dann bei der Kasse vielleicht doch einfach dran denkst, okay, nein, vielleicht kann ich die Sachen, die 5 Sachen noch einfach in den Arm nehmen und nächstes Mal kann ich einfach meinen Beutel mitbringen. Ja, und ja, das verstehe ich. Und ich sehe auch vor dem Punkt, dass sich das natürlich irgendwie ergänzen muss, weil klar, also irgendwie müssen die Leute bereit sein, darauf zu gucken, dass sie weniger Verpackung verbrauchen oder so, aber es geht ja irgendwie so alles Hand in Hand, dann muss man halt auch die Möglichkeit haben, zum Supermarkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen oder so und dann nicht halt mit dem Auto oder sowas und also so, es gibt, bedingt sich dann halt immer so gegenseitig, ne, und genau, also ich glaube halt, dass man immer gucken muss, wenn man jetzt halt eben eine Sache verteufelt oder verbietet, die Auswirkungen dann, also wenn jetzt zum Beispiel halt alles, was aus Plastik gemacht wird, einfach jetzt aus Papier gemacht wird oder aus Bambus oder so, weiß ich wirklich nicht, ob wir so viel dazu gewonnen haben, weil wir halt irgendwie gar nicht hinterfragt haben, warum wir das jetzt überhaupt gerade brauchen. Und ja, das Einzige, was halt vielleicht von Vorteil ist, dass man nicht mehr so viel Plastikmüll hat, den man in andere Länder exportieren muss. Weil wir selbst in Deutschland nicht genug von unserem Plastikmüll selbst irgendwie recyceln, verarbeiten, verbrennen können. Das ist halt auch richtig traurig. Ja. Aber vielleicht würde das halt mit anderem Müll sogar ähnlich passieren, aber wahrscheinlich auf jeden Fall nicht so schlimm. Aber ich glaube, gerade dieses Plastikmüll verteufeln, klar ist es nicht unbedingt die beste Möglichkeit, aber ich glaube, ein bisschen Wahrheit steckt da schon auch hinter. Weil wenn wir gerade irgendwie probieren, weniger Plastik zu verwenden, probieren wir halt mehr Alternativen aus. Und das ganze Plastikthema gibt es ja auch jetzt noch nicht so lange. Ich glaube, wann wurden das denn eingeführt, dass das Plastik jetzt Geld kostet und alles Mögliche. Ja. Aber es ist jedenfalls noch nicht so lange her. Wir haben das noch gut mitgekriegt und alles. Und ich glaube, das war halt so der erste Anstoß, dass man überhaupt drüber nachgedacht hat, Plastikalternativen zu verwenden. Und ich glaube, es ist logisch, dadurch, dass es noch nicht so lange passiert, dass wir noch nicht die perfekte Alternative haben. Ich glaube aber, dass wir trotzdem nicht einfach sagen sollten, okay, weil wir jetzt nicht die perfekte Alternative haben, irgendwie der kompostierbare Plastik, Biobeutel oder irgendwie die Papiertüte oder so, denke ich halt, dass wir trotzdem einfach uns da reinsteigern sollten und probieren sollten, möglichst effiziente andere Möglichkeiten zu finden, weil ich persönlich möchte einfach so wenig Plastik wie möglich verbrauchen, weil ich fühle mich einfach auch sehr unwohl mit dem Gedanken, Plastik zu kaufen, muss ich gestehen. So, also, ich weiß nicht. Du meinst, wir haben jetzt sozusagen so Kollateralschäden, aber irgendwann, wir sind auf dem richtigen Weg und irgendwann kriegen wir den Überblick und können dann irgendwie rational entscheiden. Und ich glaube, es wäre halt nicht schlau, wenn wir jetzt
einfach sagen würden, okay, wir bleiben jetzt beim Plastik, weil alles andere ist jetzt auch nicht effizient. Ich glaube, das ist halt einfach gerade zu dem Weg zu der Lösung. Oder klar gibt es die nicht unbedingt, aber ich glaube, wenn man halt jetzt sich mega darauf verbarrikadiert, dass alles an, also die ganzen Alternativen sind nicht unbedingt besser als Plastik, können wir auch direkt Plastik weiterverwenden. Ich glaube, das ist einfach nicht sinnvoll, weil damit schaffen wir keinen Weiterdenkmodus, würde ich jetzt mal sagen, bei dem wir zu diesem Ziel eventuell kommen könnten, dass wir eine effiziente, nachhaltigere Lösung für das Ganze finden. Nein, also ich finde, man kann schon sagen, wenn die Alternative nicht besser erscheint, dann halt entweder beides sozusagen ertragen oder halt überlegen, ob man überhaupt was davon braucht oder ob man es nicht doch noch einen ganz anderen Weg gibt. Aber was ich auch irgendwie interessant finde immer in der Plastikdebatte ist, dass es irgendwie so voll oft mit Klimawandel und Klimakrise vermischt wird. Ja. Und das irgendwie so, also irgendwie manche wird das gar nicht getrennt in der Öffentlichkeit. Also als ob sozusagen, klar, Plastikressourcenverbrauch, ja, aber und natürlich auch CO2-Ausstoß, aber mehr Plastik im Meer treibt jetzt nicht den Klimawandel voran. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie auch so ein Missverständnis. Ja, wobei ich glaube, was halt der Punkt ist bei Plastik, ist, dass halt sehr, sehr, sehr viel Plastik im Meer landet. Also ich glaube, pro Minute ist es eine LKW-Ladung oder so, die einfach ins Plastik geschüttet wird, ins Meer geschüttet wird, an Plastikmüll. Und das zersetzt sich halt immer weiter, deswegen sterben die Lebewesen teilweise, es bilden sich Müllinseln, gerade meistens aus Plastik, und mega viele Tiere sterben daran. Und ich meine, ich persönlich esse vegan, das heißt, ich ernähre mich nicht von Meerestieren, aber zum Beispiel Leute, die sich davon ernähren, werden das Mikroplastik dann im Endeffekt auch bei sich haben, weil es einfach so wieder in die Nahrungskette kommt. Und ich meine, es ist nicht nur im Meer, Mikroplastik ist heutzutage schon in Leitungswasser gefunden worden, in Milch, in Bier, in Zucker und in Bier. Also und das Salz, ist besorgniserregend. So viel Bier, wie wir den Trink trinken. Nee, ja auch, also Müllinseln sind ja teilweise in der Größe von Mitteleuropa. Und es ist wirklich erschreckend, ja. Und deswegen auf jeden Fall Plastik und alle anderen Sorten von Müll reduzieren. Aber genau, ich finde nur, manchmal wird es dann sozusagen so vermischt und dann... Ja. Weil es ja jetzt nichts mit Erderwärmung zu tun hat und das weiß ich nicht, glaube ich, verwirrt Menschen in der Debatte auch. Also ich weiß, was du meinst, dass es, ich glaube, relativ häufig... Weil es ist halt Artensterben und Zerstörung der Ökosysteme. Ja. Und das ist ja was, also Artensterben und Zerstörung der Ökosysteme, das sind natürlich auch Folgen von Klimawandel, aber das ist natürlich was anderes. Ja, ich glaube, was du meinst, ist, dass man halt direkt hat so Plastik-Klimawandel. Ja. Aber es ist halt so Plastik, Artensterben, Mikroplastik im Wasser. Da ist halt noch ganz viel dazwischen. Da muss man sich halt Gedanken drüber machen. Man kann halt nicht von dem einen direkt nur aufs andere schließen. Ich glaube. Und da bin ich eigentlich auch auf deiner Seite. Ist sinnvoll, wenn man da auf jeden Fall über die restlichen Dinge auch nachdenkt. Aber ich glaube, was einfach der Punkt ist bei Plastik, ist halt, dass es im Endeffekt schon auch den Klimawandel mit befördert. So, weil, wie? Ja, du hast es ja gerade selber gesagt, zum Beispiel durch diesen Kreis, oder was heißt Kreislauf, im Endeffekt ist es schon ein Kreislauf, weil das Plastik landet wieder bei uns Menschen. Aber das befördert ja nicht, den Klimawandel. Ja, aber wenn du jetzt überlegst, okay, Plastik in den Meeren, wir haben jetzt einfach Strukturen in den Gewässern, die davor nicht da waren, die ganzen Meeresströmungen beeinflussen. Du kannst dir mal Daten anschauen dazu, wie die Meeresströme sich durch diese Plastikinseln verändert haben, was im Endeffekt auch Auswirkungen auf uns hat. Und wir wissen ja zum Beispiel auch, dass der Meeresspiegel sich verändert und alles Mögliche. Ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht so 100%, die eine Sache wird jetzt gerade von Plastik beeinflusst. Aber ich glaube, da passiert halt so viel im Hintergrund, was wir jetzt vielleicht auch gar nicht begreifen können. Ich glaube, das ist ein bisschen wie... mit Handys. Wir wissen, wir haben sie alle, irgendwie die meisten von uns, wir wissen aber auch noch nicht, was da irgendwie in 100 Jahren passieren wird. Und ich glaube, das ist ein bisschen dasselbe. Man weiß ja auch gerade nicht, okay, man findet BPA in Körpern von Menschen, wie schlimm ist das jetzt so? Und was für Auswirkungen hat es bei uns? Wir wissen es einfach wirklich noch nicht. Mhm. Und irgendwie sollte man einerseits dann wahrscheinlich nicht in die größte Panik verfallen, aber trotzdem sich natürlich Sorgen machen. Es ist trotzdem halt unnatürlich irgendwie. Wir sollten kein Plastik in unserem Körper haben. Ja. Ich glaube, das ist halt die Sache. Und du kannst halt auf zwei Extremen reagieren. Du bist halt, entweder kannst du so sein, so ja, juckt mich alles nicht, ist halt so ein bisschen Plastik, wissen wir ja nicht. Oder du kannst halt richtig ausrasten. Und ich glaube, es geht halt darum, diesen Mittelweg zu finden, dass du Panik genug hast, um nachzudenken, was du dagegen tun kannst. Aber auch nicht so in Panik verfällst, dass jetzt irgendwie alles schrecklich ist plötzlich und keine Ahnung, alles schlimm.
Ja, aber das mit den, also davon habe ich jetzt noch nie was gehört, dass die Plastikinseln im Meer oder die Müllinseln die Meeresströme so umleiten, dass es klimatisch kälter oder wärmer wird an manchen Orten. Nee, klimatisch kälter oder wärmer weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, aber wir wissen ja, dass im Endeffekt alles, was wir auf der Erde verändern, haben wir einfach gelernt, hat im Endeffekt irgendeine Auswirkung. Ja, aber jetzt ja nicht alles eine klimatische, sag ich jetzt mal, oder? Ja. Aber genau. Da müsste man sich nochmal ganz genau anschauen. Man kann auf jeden Fall nicht einschätzen, was wir gerade mit unserem, also wir können auf jeden Fall nicht einschätzen, was wir gerade mit unserem Planeten machen, außer dass es nicht gut ist. Ich denke, wir sollten einfach Einwegtüten aus Plastik und Papier generell vermeiden und uns irgendwie einfach einen eigenen Beutel machen, mit Rucksack rumlaufen, immer irgendwas in der Tasche dabei haben. Ja, ich finde, wir sollten irgendwie Strukturen schaffen, die dafür sorgen, dass es uns zu teuer ist, Einwegverpackungen zu benutzen und deswegen auf nachhaltigere Strukturen irgendwie zurückgreifen. Ja, und eventuell auch marketingtechnisch einfach irgendwas an die Leute bringen, dass Plastik und Papier alles nicht die Lösung ist und wir einfach weniger Müll verbrauchen sollen oder machen. Ja, und aber auch, sag ich jetzt mal, institutionell Dinge ändern. Wäre blöd ohne, haben wir ja gelernt. Ja. Wenn du jetzt eine Sache umsetzen könntest, irgendwie von heute auf morgen was zu machen. Außer jetzt vielleicht so die perfekte Alternative an wirklich biologisch abbaubaren Plastik zu finden, die man aus Luft herstellen kann oder so. Das wär's. Also ich glaube, wir denken da beide relativ unterschiedlich. Ich denke eher so vom Kleinen aufs Große und vom Großen aufs Kleine. Und ich persönlich würde vermutlich echt einfach, wenn ich es ändern könnte, jeder Person irgendwie einen Rucksack, eine Baumwolltasche reinstecken, die auch einfach im Kopf nicht vergessen können dann. Weil dann würde es so viel Müll wegfallen, glaube ich. Ja, ich glaube, ich würde eine Verpackungssteuer umsetzen. Ja. Aber ich glaube, generell können wir sagen, wenn man irgendwie eine Plastik- oder Papiertüte da hat, weil man es irgendwie den YouTube-Beutel vergessen hat oder es einfach nicht getan hat, so häufig wie möglich verwenden. Papiertüte kann man für den Biomüll dann weiterverwenden oder die Plastiktüte. Ich weiß nicht. Also einfach probieren, die Sachen wieder zu verwerten, soweit es geht. Das ist im Endeffekt auch das Nachhaltigste. Genau. Und skeptisch sein, wenn ökologische Versprechen gemacht werden, dass irgendwas klimaneutral ist oder das Kleingedruckte lesen. Oder genau. Jo. Ich glaube, das passt. So, wer tippt das jetzt ab? Ja, gut. Okay. Das geht ja, das kommt mir nie länger vor. Oder ich weiß nicht. Wie lange war's?